Serbien, die mit Deutschland früher gegen Algerien gespielt haben. Oh, Alter. Und der nimmt den nächsten von Kohlbacher. Matthias. Oh, Saul gegen den Einmannblock. Wieder zwei vor Eisenach. Gucken, ob Orlof aus der Chef hat's nochmal probiert. Nee. Kohlbacher macht ihn auch nicht. Was ist hier los? Zehn da. Und dann ist Berlehm da. Und Kirkelöke kämpft und in Abpraller. Grötzki im Tempo. Grötzki für Kohlbacher. Jetzt geht Kohlbacher auf Nummer ganz sicher mit dem Dreher. Ist mir zu hoch. Oh, das ist Oldschool-Handball. Drei-Mann-Bauerntrick. Mauer stellen. Also in der Abwehr. In der Abwehr meinte ich natürlich, Kutsche. 10-10. Also Ball sicherer. Oh, super Bewegung. Da ist aber, überragend. Da ist er mal schön ins Leere gelaufen. Das ist wirklich Hexenkessel im wahrsten Sinne des Wortes. Grigic bleibt drauf. Jo, zieht direkt mal spät das erste Ding rein. Da auch noch auf halb. Boah, und deckt der weit nach drüben. Ist super ausgespielt wieder. Knorr behält gerade in diesem Wahnsinn. Sie holen wieder Marco Grigic. Und der macht mit aller Ruhe und kriegt noch voll einen ins Gesicht. Schauen wir nochmal bei Ole Forster Schäfer, wie der da nochmal ihn runternimmt. Aber gut, das ist. Kirke Löke, den musst du erstmal machen. Ja. Schneider eigentlich ein toller Tempo-Gegenschussspieler und auch sehr effizient von außen. Und Saul kommt, kriegt überhaupt keinen Druck. Saul spielt für den Außen. Die spielen den Kämpfer zurück. Bist du des Wahnsinns? Dann sind sie mindestens, was einen Punkt angeht, im Ziel. Boah, schau dir das nochmal an. Das war Schneider. Nein, es war doch Schneider, sorry. Ich dachte. Die finden auch im 7 gegen 6. Oh Gott, Kirke Lücke. Den holt er gut. Den Rücken schon im Fall. Sag mal, wie macht er das? Das ist ein unfassbares Tor. Wow. Und nach wie vor konsequent kommt 10 da über halb links. Saul kommt! Da muss er raus. Natürlich muss er da raus.